Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 2 und ich bin immer noch dabei, das Rätsel hier zu lösen. Und ja, hier muss auf jeden Fall eine runde Platte rein. Bloß wo kriege ich die her? Mit dem Ding kann ich immer noch nichts machen. Ich kann das nicht drehen oder dergleichen. Mir wird hier auch nichts angezeigt. Ja, und der Tipp war, ein Deckel hat sich geöffnet und ein zweites Gewicht freigelegt. Es hat etwas Eigenartiges an sich. Ja, dann gucken wir uns das Gewicht doch mal an. Okay. Und was soll das jetzt Eigenartiges an sich haben? Habe ich jetzt irgendwas gemacht? Ein Deckel des linken Fachs der Holzkiste befindet sich eine weitere Scheibe. Ich sollte sie nehmen. Oh. Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Geil. Aber sicher, dass die hier rein muss? Okay. Ja, anscheinend schon. Und hier haben wir den Code für diese Dinger. Das war ein sechseckiges. Das kommt dann da drauf. Hallo? Okay, es ist ein dreieckiges. Wow. Okay, jetzt haben wir aber hier diese Dinger. Ich hoffe, ich mache das jetzt so richtig. Jo. Easy. Und die nächste Scheibe. So, so. Und erst das da unten. Und dann das da, genau. Wieder ein Gewicht und da ist wieder ein Rätsel dran. Aber nicht nur eins. Hä? Oh wow. Okay. Ja. Das kommt dann auf jeden Fall hier drauf. Alter, wie groß muss denn dann das vierte Gewicht sein? Ja. Na, nicht rauszoomen. Da ist nix. Okay. Aber jetzt
fehlt mir hier die Platte. Es hat sich hier halt nichts geöffnet. Noch eine Fassung ohne Scheibe, sie ist sicher irgendwo in der Kiste. In der hier? Das hier hatten wir ja, glaube ich, schon. Mal auf die andere Seite gehen. Was ist das? Okay, das war wieder so ein Hinweis. Das dritte Loch, das sich in der Kiste geöffnet. Was ich in der Kiste geöffnet habe, ist. Was? Ist irgendwie anders. Ich habe hier ein Loch geöffnet. Wartet mal. Eins. Ach, das hier. Okay. Ja, da kann ich ja lange suchen, würde ich mal sagen, hier, ne? So, wir machen erst den... Hä? Das passt hier aber nicht. Okay, Moment. Nochmal alles zurück auf Anfang, bitte. Dann machen wir das einfach so. Fertig. Letztes Gewicht. Das sieht auch wieder etwas merkwürdig aus. Ja. Ja, und der Böppel? Entschuldigung. Oh Gott, das müsste jetzt, passt nicht. Ich kann nicht nach unten gucken. Und mit dem kleinen Böppel hier kann ich nichts machen. Die neue Form des Gewichts müsste zu einer der Markierungen auf der Waage passen. Ich sollte vielleicht auch mal ranzoomen. Da passiert nichts, aber wir haben hier noch eine kleine, für das kleine Pöppelding. Okay, das haben wir. Wir haben einen Anker und eine Spule. Eine Uhrenfeder. Okay, ja. Boot ist da. Anker kommt bestimmt hier drauf. Wer hätte es gedacht? Und ein Metallstern. Aber wo kommt jetzt die Uhrenspule hin?
Da? Da? Nein. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ja, gut. Hinweis, der sternförmige Schlüssel, den ich aufgenommen habe, passt sicher irgendwo. Ja. Die Frage ist nur, wo? Ich sehe hier nämlich nichts. Hier drüben ist nichts mehr. Vielleicht doch wieder an der Kiste? Aber das Ding ist doch verschlossen. Ich sollte nachsehen, ob der sternförmige Schlüssel irgendwo auf dem runden Tisch passt. Wow, also doch wieder dahin. Echt jetzt? Oh Mann. So. Sesam, öffne dich. Das war irgendwie offensichtlich. Genauso wie das hier. Okay, da muss wieder irgendwas rein. Okay. Okay. Ja. Dann machen wir das einmal so. Ich hätte nicht gedacht, dass der da passt. Lässt sich nicht aufziehen. In diesem Fach fehlt noch etwas. Wo soll die denn hin? Also es fehlt auf jeden Fall die Feder, aber wo soll die hinkommen? Dieses Fach im Chronometer ist versperrt. Vielleicht finde ich an der Kiste etwas, mit dem ich sie öffnen kann. Ist ja dann nur das hier. Zwei der Eckenklammern der Kiste unterscheiden sich von den anderen. Ich sollte sie untersuchen.
Ach, die hier. Wow. Ja. Man sollte richtig hingucken. Und dann kommt dort bestimmt die Feder rein. Ich wusste es doch. Aufdrehen. Ich will den Schlüssel haben. Hallo. Ja. Ich hätte gern den Schlüssel, hallo? Ah, stopp mal. Und jetzt? Oh, wow. $2,50. $2:50. Ey. Da haben wir ihn. Wieder ein Schlüssel. Und der ist für was? Für das da oben, ne? Ja. Fertig. Eine diamantförmige Metallform. So. Oha. Was haben wir jetzt? Ein rotes Steinchen. Ah, okay. Hier unten sieht man, was ich formen muss. Alter. Ich sag ja, Leute, die an Epilepsie leiden, die haben mit dem Spiel, ja, richtig Probleme. So, Kapitel abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.